Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Angezockt. Wir spielen hier eine Runde Home Improvement. Wieder mal für das Super Nintendo. Von 1994 das Spiel. Mit dabei ist wieder der Gastkommentator Kill Bill 158. Ich brauche hey, ihn. Hallo. Ja, man hat schon gehört, er patcht doch im Hintergrund irgendwas. Aber wir verraten euch noch nicht was. Das werdet ihr noch früh oder später, werdet ihr das noch mitbekommen. Das werden wir alle mitbekommen, richtig. Also wie gesagt, wir spielen hier eine Runde Home Improvement. Und ich bin jetzt hier selber gespannt, was das für ein Spiel so wirklich ist. Ich weiß, es ist ein Jump'n'Run, aber was mich da so wirklich erwartet, habe ich keine Ahnung. Cool, das geht mir auch immer so. Cool Times. Aber genau deswegen machen wir die Videos für euch. Genau. Oh cool, guck mal, das Text. Ja, heute ist ein toller Tag hier bei Tim Ford. Binford Company, hast du nicht gesund. Kennst ja auch, vor allem kennt man ja auch die Serie aus dem Film, Fernsehen. Hör ich mal auf die Musik? Voll geil. Ja. Hat was. Was denn? Die Musik hat halt was. So, wir jetzt hier. Komm, lauer nicht. Ich will jetzt hier anzockern. Turbo. The Turbo Triple Action Ripper. Okay. What the fuck? Set one on ready. Oh mein Gott. Das sieht aus wie bei Jurassic Park. Okay, wir können springen. Wir haben den Enterhaken. Und das war's. Moment. Enterhaken, okay. Ah ne, und nach unten passt auf dann. Oh Gott. Ein Enter den Haken. Enter the Dragon. Ah, zur Seite und der Knopf drücken, das ist ja echt merkwürdig. Hey, hey, hey. Also springen ist hier auf B. Und hier das Schlagen oder Tool benutzen, das ist auf X. Irgendwie. Mhm. Also das ist so total merkwürdig dann zu steuern. Okay. Mal sehen. Ha! Oh mein Gott, ey. Okay. Ups. Wow. Ja? Alter, wir sind in Dinoland. Okay. Das erklärt natürlich, warum das so an Jurassic Park erinnert. Also scheint ja die Story irgendwie zu sein, dass Tim in der Zeit zurückgereist ist. Okay. Oh Gott, ey, der kriegt ja voll vor die Schnauze. Oh, cool. Oh, ich habe einen Nagelwerfer. Gerade gekommen. Okay, cool. Anscheinend bin ich unendlich Mut. Aber das ist auch kein Problem. Weil wir sind hier Tim, der Heimwerkerkönig. Der Heimberger König, genau. Wir sehen cool. Wutsch, wusch. Und Helm. Oh. Okay, der Helm ist sozusagen der Super Mario Stern. Mhm. Oh, ich komme hier gar nicht auf das Spiel klar, so wirklich. 4 Crates left. Hm. Hier geht's nicht weiter. Ja, springen wir einfach mal hier runter und sterben, ne? Oh Gott. Es ist ein typisches Jump'n'Run, würde ich jetzt meinen. Also, aber an also, irgendein Spiel erinnert mich das an Flashback. Ja, so ein bisschen an Flashback könnte ich tatsächlich aber erinnern. Ja, sieht aus wie Flashback. So ihre Ideen geklaut, ganz klar. Okay, es ist definitiv ein merkwürdiges Spiel. Ach, guck an. Guck her. Autsch, Arsch. Autsch, Arsch. Bam, 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 bam. Ah. Okay, okay. Da kommt man dann doch so ein bisschen jetzt langsam drauf klar, aber es ist echt merkwürdig. Okay, jetzt sind wir wieder am Start. Toll. Irgendwie scheint es hier das Ziel zu sein, halt diese Crates einzusammeln. Was auch immer man dann damit macht. Da ist kein Plan, mein Freund. Hm. Ich merke das schon. Du blast los. Ich bin hier planlos in Mittelerde. Ja.
Planlos in Mittelalter. Jawoll! Okay, scheiße. Wow. Warum? Ich bin Tim, ich muss ja alles dicke machen. Davon scheint man anscheinend unendlich zu haben von den Schüssen. Oh Gott, ey, Tim, du bist so ein Trottel. Der kann das. Oh mein Gott, der Dino will mich abwerfen. Quiek. Oh Gott. Quiek. Ah, hast du gesehen, wie ich das gemacht habe, ey? Nein. Du wirst es gleich sehen. Yeah. Gleich wirst du es sehen, mein Freund. Ja. Oh Gott. Okay, ich habe das Problem erkannt. Wahnsinn, also das Spiel ist total komisch. Jetzt komme ich ja nicht hoch. Warum komme ich denn da nicht hoch? Gib mir noch 2 Minuten, mein Freund, dann haben wir es. Oh ja, man darf nicht mal an die Stacheln dranlaufen, ey. Es ist doch schwieriger, meinst du? Das Spiel ist auf jeden Fall schwierig. Und sehr merkwürdig. Aber das soll es jetzt gewesen sein mit dem Let's Angezockt. Nein, gib mir noch 2 Minuten. Nein, ich gebe dir nicht noch 2 Minuten, weil ich halte das Spiel keinen Moment länger weiter aus. Guckt euch selber einfach mal an, was da Tolles ist. Es nagt an seinem. An seinem Ego. Yep. Gut, dann haben wir nur noch Zeit für ein anderes. Also, macht's schon mal gut, bis dahin und tschaußen. Okay, tschüssi. Tschüss.